Das ist voll doof. In letzter Zeit streamen alle richtig geilen Streamer immer früh morgens. So. Der hatte aber null Watchtime auf meinem Kanal. Der hat nicht eine Minute meinen Stream bis jetzt geschaut. Das war auch safe jemand, der nur darauf gewartet hat, dass ich frage, wieso. Damit er dann indirekt Werbung machen kann. Wahrscheinlich für irgendeinen Kollegen von sich oder so, der auch gerade am Stream war. Der hätte dann irgendeinen unbekannten Streamer genannt, den keine Sau kennt. Dass er auch morgen streamt und er sich zwischen mir und ihm entscheiden müsse. Das ist genauso eine ekelhafte Werbung wie die Leute, die früher auf YouTube hingegangen sind und immer so eine indirekte Schleichwerbung gemacht haben, wie yo, geile Videos, die du hochlädst und so. Ich zocke in letzter Zeit auch sehr viel auf meinem Kanal Ark. Wenn du Bock hast, kannst du ja auch mal vorbeischauen. Ah, schade. 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 Die haben halt echt beschissene Hitboxen. Drei Pfeile hat er stecken. Aber keiner hat gehittet. Der wieder nicht. Ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal die Ausdauer noch ein bisschen höher, damit ich schon länger laufen kann. Geil, ist auch am Start hier. Moin, moin. Crunches, moin! Herzlich willkommen! Dann am besten einmal die Regeln lesen! Und natürlich viel Spaß! Übrigens, Leute, was ich euch auch schon mal sagen kann, es wird irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich noch ein größeres Announcement geben. Ich bin mit jemandem zusammen auch noch an einem großen Projekt dran. Da kann ich aber noch nichts zu sagen im Moment, weil wir sind da noch in einem sehr frühen Stadium. Aber sobald es da mehr zu erzählen gibt und zu zeigen, werdet ihr das erfahren. Da wird auf jeden Fall noch was Krasses kommen.
So. Ich muss irgendwie gucken, dass ich an Chitin komme, damit ich das Spyglass machen kann. Schade. Mittig geschossen. Boah. Zack. Erledigt. Mr. Yeet, moin. Wie kommt man auf den ARC-RP-Server? Man muss sich bewerben. Wenn es damit losgeht. Boah, das ist mir hier alles zu riskant, ey. Ich will ja eigentlich nur ein bisschen Chitin, ne? Ich kann aber auch Keratin nehmen eigentlich. Da kann ich einfach ein paar von den Trikes killen. Level 28. Was Level ist der? 60. Bi-bi-di-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Ich kann aber auch so eine Schildkröte klatschen. Die geben doch auch Keratin. Level 72, die wird zu lange dauern. Wir brauchen ein bisschen Keratin. Hier läuft gerade gar nichts rum.
Oh, nice. Ja, ich glaube, ich brauche nur 4 Keratin. Ach nee, wir brauchen ja 10 Zement. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was holen. Da müssen wir nochmal einen klatschen. Blue Snow, viel Erfolg, ne? Bis dann. Fliegende Ratte Nummer 1 getötet. Ah. Der hat zwar getroffen, aber die Hitbox wieder nicht gezählt. Ach man, ich hasse eure Hitboxen. So. Schade, der hat nichts gegeben. Geilsten wäre, wenn ich jetzt irgendwie so ein paar von diesen Insekten kriege. Die sind nie da, wenn man sie mal braucht, die Insekten. Nur ein paar Insekten hier. Komm schon, bitte. Die sind doch immer hier im dichten Dschungel. Ach ja, jetzt haben wir auch noch Hitzeprobleme hier.
Jetzt müssen wir schnell ans Wasser. Wer darf alles beim RP-Server mitmachen? Leute, die eine anständige Bewerbung und sehr geiles RP machen. Müssen eigentlich mal schauen, Fire Ghost, ne? Normalerweise müsstest du, glaube ich, längst schon VIP kriegen. Du bist ja richtig viel da, ne? Ah. Okay, du schreibst auch sehr viel. Ab und zu begrüßt du zwar mal nur Leute, aber du bist schon sehr aktiv und fast jeden Tag da. Da hast du dir schon deinen VIP-Status eigentlich verdient. So, Leute. Ab sofort könnt ihr Fire Ghost bei den VIPs begrüßen. Dickes GG. Bei mir brauchst du dich nicht bedanken. Ich muss mich bei dir bedanken. Du unterstützt ja extrem viel. Guten Tag, Arschrino. Was gibt es zu tun? Arschrino, beruhig dich. Nicht so wild. Ganz ruhig, Arschrino. Nicht so schnell laufen, sonst fällst du wieder hin. Das bin nicht ich. Doch, klar. Das bist du aber sowas von, Arschrino. Ich brauche noch das Super Spyglass. Boah, 8 Keratin bekommen. Das hat sich gelohnt. So. Zack. Stein. Ach, ey, ist das teuer.
Ich brauche viel mehr Chitin. Okay, geil. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen geil, dass das so farmlastig ist, ne? Das Super Spyglass. Weil dann hat man das auch nicht so früh am Anfang. Weil ist ja schon ein mächtiger Gegenstand. Okay, wir müssen gleich mal reparieren. Aua! Vier Keratin, okay. Alles klar, Shredder. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. So. Jetzt gehe ich auch mal eben ganz kurz pinkeln, Leute. Ich bin sofort wieder da. So, okay. Weiter geht's, Leute. Da bin ich wieder. Okay, wir haben jetzt vier
Zement. Wahre Gamer haben eine Pissflasche. Das machen nur Geringverdiener. Ja, da muss man beim Runterlaufen immer aufpassen. Oh no. Der Level 20er Raptor. Ich hab gedacht, da wäre nur dieser eine. Und dann läuft da ein 20er rum. Ne, ich nehm zwei. Was für ein Mist, ey. Ich finde aber auch keine Käfer. Die kommen immer in den ungünstigsten Situationen nur. Sonst sind da immer haufenweise in den ganzen Bereichen, wo ich jetzt rumgelaufen bin. Und Nonos laufen ja auch nicht am Boden rum. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht sollte ich mir auch noch ein paar von den Barrikaden mitnehmen. Ey, mit denen kann ich doch eigentlich die ganze Zeit spielen. Da kann ich doch ganz easy das Zeug farmen. Warum bin ich eigentlich nicht eher wieder drauf gekommen? Warum war Island? Weil ich die Karte geil finde? Tico, Let's Ghost Way, Elite Dome, Lolli, Feder und Lukas, Puxi. Dankeschön für eure Follows, ne? Herzlich willkommen, Leute. Wird das ein Community-Projekt oder mit Streamern? Naja, da werden meine Zuschauer mitmachen dürfen. Endocrine, moin! Aber die Supporter von dem Projekt, die werden
ganz genau auch eure Twitch-Accounts durchchecken, wie viel Watchtime und so ihr habt. Und was ihr bisher so im Chat geschrieben habt. Sub-only? Nee, ist ein RP-Server. Oh, jetzt holen wir erstmal ordentlich Metall noch. Da können wir nämlich richtig schön nachher was von craften und alles. Kurz ausruhen hier. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zurück. Marco Schenk, Dankeschön für 36 Monate. 3 Jahre, Liebe geht raus. Ich danke dir. Vielen Dank für den Support.
Wow, 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 wow. Ich will erstmal in meine Base gehen. Sehr geil, packen wir da rein so lange. Zack, das packe ich dahin. So, die sollten genügend Feuerholz haben. Können wir auch mal so lange da reinpacken. Okay. Ich würde sagen, Leute, das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Wir machen Feierabend für heute. Wir sind richtig gut vorangekommen. Ich meine, guckt euch mal an, ne? Das hier steht schon. Ein Teil der Basis. Wir haben hier schon mal zwei Schmelzen am Laufen. Ich habe hier meine Schmiede, Lagerfeuer. Morgen werde ich dann das Spyglass und alles machen. Und dann geht's richtig los. Dann werden auch schon die ersten Dinos gezähmt und alles.